Förderung für kleine Unternehmen finde ich super wichtig. Gerade auch, wenn man sich die Straße hier anschaut, was hier für kleine Läden sind, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen und die eigentlich erst das Stadtbild ausmachen. Wir wissen, dass die kleinen Unternehmen unsere Grundlage sind. Das ist unser Boden, auf dem wir stehen. Wir wissen, dass dort auch die finanziellen Ressourcen knapp sind, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auf Hilfen angewiesen sind. Und ohne die EFRA-Entwicklung, glaube ich, sähe unsere Stadt nicht so hübsch aus, wie sie das jetzt aktuell ist. Was jetzt mit den Mitteln passiert ist und wie es umgesetzt wurde, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dass es sicherlich viele Projekte gibt, die einfach sonst gar nicht entstanden wären. Es müssen ja nicht immer solche Projekte sein, die das Leben noch ein bisschen schöner machen. Es sind sicherlich auch viele Projekte, die mit EFRA-Mitteln entstanden sind, die das Leben erstmal überhaupt lebenswert machen. Ich denke, wir sollten weiter diesen Weg gehen, zusammen eben das Leben für alle Menschen lebenswert machen. Es gibt nun mal diese Unterschiede zwischen Arm und Reich und das muss man irgendwie durch dieses Miteinander ausgleichen. Das, was wir hier machen im Umfeld des CEC Jena, das gibt es noch nicht. Wir hätten das Zentrum nie zu dieser Größe aufbauen können, ohne die regionale Förderung durch die EU. Die Weiterentwicklung von EFRA ist ganz entscheidend. Und natürlich, je weniger Bürokratie, desto mehr hilft es uns als Forschern. Wir machen das ganze Jahr, um grüner zu werden. Also wir machen das, weil es nötig ist. Ich bin stolz auf unsere Firma, ja. Also klar gibt es einen, der heißt Verantwortlicher, aber sowas entsteht im Team. Und da gehören viel mehr dazu als nur einer. Wichtig ist, Europa hat eine Bedeutung für uns, dass wir alle zusammengehören, dass es Frieden gibt und dass wir vielleicht gemeinsam alle schöne Projekte finanzieren können. Jeder Einzelne, das wird auf Dauer nichts. Und damit wir eben weiterkommen, dafür gibt es zum Beispiel EFRA-Mitte. Diese Hilfe macht es eben möglich, sowas hinzustellen, auf die Straße zu bringen. Und nur sowas macht es möglich. Deswegen müssen wir nach vorne schauen, müssen wir über unsere Grenzen hinweg gucken, müssen wir weiterdenken, müssen wir europäischer denken. Das funktioniert gut. Also bei mir ist es angekommen.